Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, und wir sehen hier unser Forschungsschiff, die GFS Cassandra, mit Scott Cartwright an der Spitze. Ein unglaublich erfahrener Forscher inzwischen. Fast, aber auch nur fast, lässt er Vera Kolbeck vergessen lassen, der hier dabei ist, vielleicht die Rätsel dieses merkwürdigen, ähnlichen Sonnensystems mit der fast identischen Welt zu erforschen. Das ist ja immer noch nicht ganz geklärt. Es gibt Leute, die die These aufgestellt haben, dass die Menschen hier von Zoll 3 während der Phase des Umbruchs, des Bürgerkriegs, des Chaos auf der Erde vor 100 Jahren hier die Erde verlassen hat und hierher geflogen ist. Allerdings stellt sich die Frage, dann müssten sie auch Überlichtgeschwindigkeitsreisen beherrscht haben. Und wenn sie das beherrscht haben, warum sind sie dann erst, warum sind sie dann noch nicht weiter? Warum sind sie gerade erst hier, haben noch nicht mal angefangen gehabt, hier ihre umliegenden Planeten und Systeme zu erkunden? Das ist ein bisschen fragwürdig. Die andere Alternative ist, dass ihnen vielleicht geholfen wurde von umliegenden Mächten, die wir nicht kennen, dorthin zu gelangen. Es ist und bleibt mysteriös, deshalb werden wir Sol 3 hier immer noch in unserer Obhut behalten und weiter beobachten. Im Übrigen, ihr könnt ja mal Vorschläge machen, wie wir diesen doch sehr speziellen, besonderen Planeten nennen wollen. Tja, gut, jetzt, wir sind in so einer Phase, wo man unendlich viele verschiedene Dinge machen kann, bauen kann und so weiter und man wirklich einen Mangel an Mineralien hat und sich gut überlegen muss, was sind so die nächsten Prioritäten. Und meine Prioritäten sind erstens, ich will jetzt nochmal hier die Flottenkapazität bis zum Maximum bringen, indem wir endlich mal einen Zerstörer auch bauen. Dann, glaube ich, brauchen wir dringend ein zweites Forschungsschiff. Dann ist es Zeit, ein nächstes Kolonieschiff loszuschicken. Und ich habe hier Ebenauer im Blick, einfach aus regionalen Gründen, um hier die Grenze vielleicht zuzumachen. Der Planet selbst ist leider nur sehr, sehr klein. Als nächstes könnte man dann hier Sisaya endlich besiedeln, dort wo Vera gestorben ist, und diesen Planeten dann auch Vera nennen. Der ist etwas größer. Und dann, dann war es dann auch erstmal ist mit den besiedelbaren kontinentalen Planeten. Hier oben allerdings, das ist vielleicht noch eine Zukunftsperspektive, gibt es sehr interessant drei arktische Welten in unmittelbarer Nähe. Das ist natürlich eine perfekte Möglichkeit, wäre das für unsere Eisaffen, sie dort anzusiedeln. Aber dazu müssen wir sie noch ein bisschen in unsere Richtung bringen. Und das könnten wir eigentlich auch gleich nochmal wieder angehen. Ich habe nämlich gesehen, unser Atlas ist hier ausgelaufen. Den werde ich wieder einsetzen, die Propaganda-Übertragungen. Denn jetzt sieht es nämlich gar nicht so schlecht aus, was diesen Punkt betrifft. Guck mal hier, Ethikabweichung minus 0,9. Ich glaube, die Propaganda-Betragungen, die waren da jetzt noch gar nicht drin. Das kommt noch hinzu. Also da minus 10 wären das dann sogar. Da könnte dann über kurz oder lang das vielleicht in unsere Richtung gehen. So, und nach dem Kolonieschiff will ich auf Atlantis hier auf Bax einen Außenposten, einen richtigen, bauen. Und ja, dann sehen wir weiter. Aber was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist, wir sollten eine Flotte ausschicken. Ich glaube, wir brauchen nicht die ganze Flotte. Wir halbieren sie mal. Wir halbieren sie mal und schicken diesen Teil nach Sadalbari. Was wollen wir da? Ihr werdet euch vielleicht erinnern, dort ist Vera gestorben. Und ich glaube, das hat Rune Wilcox nicht vergessen. Auch wenn er inzwischen schon 86 Jahre ist, aber er will Rache nehmen und sie wurde dort abgeschossen von Minendrohnen, wenn ich mich recht entsinne. Und die werden wir doch wohl erledigen können. So, ich denke, ich hoffe auch mit der Hälfte unserer Flotte. Wenn nicht, bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Ach, wisst ihr was? Nee, warum? Ich glaube, wir haben jetzt keine unmittelbare Bedrohung nach diesem Bündnis. Wo ist die andere Hälfte? Hallo? Hallo? Warum kann ich euch nicht beide einfach auswählen? Ach so, weil die eine schon auf großer Fahrt ist? Nee. Es ist merkwürdig. Es ist ein großes Chaos. So, jetzt kann ich sie beide auswählen. So, dann geht wieder zusammen. Wir wollen nichts riskieren. Ich kann mich nämlich nicht mehr erinnern, wann, wie viele Gegner wir dort hatten. Also, auf den Weg dorthin. So.
Ja, soweit, so gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter und vor allem, was kommt hier angeflogen? Die Sonnen der Ubarak. Ja, das sind übrigens nur noch, die haben hier noch einen Planeten, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß gar nicht, ob es hier einen Krieg gab. So, mumifizierter Pilot. Vielleicht jetzt Dinge über diese andere Erde, wie das gekommen ist, dass die Menschen dort sind. In einer hohen Umlaufbahn über Sol 1 wurden die mumifizierten Überreste eines einzelnen Exemplars einer bislang unbekannten Säugetierspezies entdeckt. Das Wesen scheint mit einem Raumanzug samt Helm bekleidet zu sein. Vielleicht war es ein Kampfpilot, der sich während einer Raumschlacht vor langer Zeit aus seinem Schiff katapultierte und dann vergessen wurde. Unser Studium des Leichnams hat einige sehr interessante Daten ergeben. Okay. Ja, das war jetzt nicht sehr erkenntnisfördernd, aber gut. So. Dann, wir hatten ja gerade, glaube ich, noch eine bessere Rüstung erforscht und ich glaube, wir sollten doch noch mal an unserem Zerstörer rumfummeln. Die Metallkeramikrüstung will ich natürlich hier auch einbauen. Und ich denke, so viele Schilde ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe mir das mal so überlegt. Wir haben jetzt plus 20 und könnten noch so einen kleinen rausnehmen. Und dafür dann richtig schön vier Schilde einbauen. 21% Panzerung, das ist gar nicht so schlecht. 20%, also 21% des Schadens wird abgefangen. Ich glaube, das ist besser. Ich glaube, das ist besser. Wir speichern das und werden jetzt mal unseren ersten Zerstörer in Auftrag geben. Von der Prometheus-Klasse. So, und wir machen mal ein bisschen langsamer und können hier nochmal weitermachen, denn ich will ein neues Design entwickeln für das Forschungsschiff. Und zwar. Nee, da wollen wir keine Sektion. Wir wollen natürlich Forschungsschiff, genau. Ionentriebwerke, alles gut. Und hier unten denke ich. Ach nee, wartet mal, wir nehmen doch eine Sektion. Und dann natürlich Zubehörslots. Da werden wir jetzt einen kalten Fusionsreaktor einbauen. Und natürlich einmal Panzerung. Ich weiß gar nicht, kriegen wir noch einmal Deflektoren rein? Ja, perfekt. Die ist dann ein bisschen abgesicherter und aus den Erfahrungen, also wir nennen sie die Callback-Klasse, einfach aus den Erfahrungen dieses Ereignisses heraus sichern wir jetzt zukünftig unsere Forschungsschiffe etwas besser ab. Ja, Bewaffnung braucht das Ding natürlich nicht. Und jetzt wollen wir dann auch gleich auf der Erde eine, nachdem der Zerstörer hier gebaut ist, eine Callback-Klasse bauen. Aber dann brauchen wir natürlich auch einen Forscher. Und ich befürchte, wir sind irgendwie am Limit, ne? Wir sind am Limit. Das ist doof. Müssen wir jemanden entlassen? Ich weiß nicht so recht. Wir haben natürlich noch einen General, den wir vielleicht entlassen könnten. Müssen wir uns überlegen. So. Auf Panamok haben wir ein inaktives Gebäude. Ach so, ja, hier ist das Kollegiumsmitglied wieder abgehauen. Darüber habe ich auch ein bisschen nachgedacht. Wollen wir eigentlich den Kollegiumsmitgliedern freie Migration gewähren? Aber ich denke ja. Ich denke ja, weil ich das Kollegium selbst mir dann doch etwas egalitärer vorstelle. Also die dann Teil dieser Gemeinschaft sind, dort herrscht dann eine ganz komische, utopische Vorstellung von Gerechtigkeit und Kollegialität. Und insofern glaube ich, dass sie dann auch frei entscheiden können, wo sie siedeln. Ist jetzt mal eine so eine Variierung dieses Konzeptes oder vielleicht Präzisierung besser gesagt. So, lasst uns hier aber trotzdem mal was. Nee. Bauen bringt, glaube ich, hier nicht viel, aber Arbeitsstand wollte ich eigentlich. Haben wir hier vergessen. So, hier, der Außenposten ist jetzt nicht besetzt. Wollen wir den da vielleicht hinsetzen? Es gibt hier kaum noch Kollegiumsmitglieder, die hier entsprechendes leisten können. Machen wir das mal. Setzen wir den rüber, verlieren wir zwar ein bisschen Energie, aber dann müssen wir sowieso perspektivisch was machen. Okay, als nächstes, wie gesagt, dann, ach so, das ist ja im Bau, das zweite Forschungsschiff.
Und dann brauchen wir als nächstes ein Kolonieschiff wieder. Das ist der nächste Plan. Und jetzt aber mal schauen, was jetzt hier herauskommt aus der Racheaktion gegen diese Minendrohnen. So, hier können wir auch noch schön Trümmer erforschen. Also das Forschungsschiff wird hier einiges zu tun haben. Vielleicht... Eigentlich ist es fast ein bisschen verschwendet, dass unser großartiger Forscher da Trümmer untersucht. Naja, so, das Forschungsschiff ist da. Das Forschungsschiff ist da und wie sieht's aus? Tatsächlich, wir haben keine Anführer frei. Was passiert denn jetzt, wenn ich rekrutiere? Geht nicht. Lasst uns mal den General hier irgendwie abberufen. Wo ist denn das? Hatten wir nicht einen General? Irgendwo konnte man doch seine Leute sich angucken. Anführer. Ach, wir haben gar keine Generäle. Ah, das ist dieser neue Admiral, der dazugekommen ist. Der hat schnell wieder Sturm und aggressiv. Das ist sicher nicht schlecht. Ist die Frage, ob wir Admiral Jerzow, ob wir sie aus dem Dienst entlassen sollen. Das ist so ein bisschen... Todeswahrscheinlichkeit ist allerdings erst 0%. So ein bisschen schwierig, was wir jetzt machen. Wir können einen Verwalter wegnehmen. Forscher geht auf keinen Fall. Oder wir können den wieder rausschmeißen und darauf setzen, dass Admiral Jerzow noch ewig lebt. Ah, das ist schwierig. Ach los, komm, wir schmeißen den wieder raus. Kaisuke Sasaki. Wir hoffen ja, dass wir demnächst in keinen Krieg verwickelt sind. So, dass wir uns so weit abgesichert haben. Wir brauchen also jetzt einen neuen Wissenschaftler. Wir haben auch gerade 50 und kriegen gerade die blöden Eigenschaften. Das sind die, die wir nicht brauchen. Na gut. Dann nehmen wir den jüngsten. Die brauchen wir nämlich bei der normalen Forschung. Aber okay. So. Ja, in welche Richtung gehen wir dann jetzt? Hier südlich vielleicht? Ich glaube, wäre gut, wenn wir diesen Bereich hier weiter erkunden. Hier in den Bereich der Tumbatoren will ich mich sowieso gar nicht so sehr bewegen. Aber wir haben sowieso noch Systeme, die zum Beispiel das System, was wir jetzt bald besiedeln wollen, das ist noch gar nicht erkundet. Also auf. Und die Erde. Wir können nicht hier Raumhafen bauen. Wir können das Kolonieschiff in Auftrag geben. Hervorragend. Wir sind ein bisschen knapp an Energie. Das gebe ich zu. Wo ist denn unsere große Flotte? Die ist immer noch nicht da. Es dauert eben ewig. Ja, und soll, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist schon okay. Das zweite Konstruktionsschiff ist auch schon da unten. Da können wir viel noch bauen, aber das sind erstmal spätere Prioritäten. Als nächstes Außenposten in Atlantis ist das, was ich mir als nächstes vorgenommen habe. Hier ist erstmal das Sol-System erkundet und wir sind hier angekommen. Oh Gott, wie harmlos. Da hätten wir wirklich die halbe Flotte schicken brauchen. Naja, egal. Es wird Rache genommen. Es wird Rache genommen und die Cassandra. Sie wird jetzt erstmal hier diese Trümmer erforschen. Na komm. So, Projekt erforschen, Projekt erforschen, Projekt erforschen. Wunderbar. Das kann weg. Die Feindflotten wissen wir. Das zeitkritische Projekt kennen wir auch. Strike Force ist da. Die können wir dann auch nochmal zusammenschließen. Ah! Unser erstes Schiff der Prometheus-Klasse. Ja, wunderbar. Sehr schön. Flieg doch mal bitte zur Station. Und hier gehen wir mal zu diesem Kampf und hoffentlich eindrucksvoll gewinnen. Ja, das tun wir. Dann bitte mal gleich weiterkämpfen und noch die Station erledigen. Weil die kann sich ja kaum noch wehren. Gut, das war's und wir fliegen wieder in die Heimat. Das war eine schnelle Rache, eine nicht ganz so befriedigende Rache, so wenn man irgendwelche Drohnen oder Roboter erledigt. Naja.
Ich glaube, Rache ist ja sowieso so ein fragwürdiges Gefühl, aber das ist, glaube ich, dann noch am fragwürdigsten. Oder noch fragwürdiger, noch unbefriedigender. So, da wird erforscht, das ist gut. Das andere Forschungsschiff auch. Wir haben schon lange 350, ich habe wieder nicht aufgepasst. Trümmer sind analysiert und Forschung vor allem. Energie-Hub 2. Ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Energie-Hub 1 gebaut. Das müssen wir auch mal irgendwo machen. Röntgenlaser wäre möglich. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. Oh, das ist aber auch eine feine Sache. Ich glaube, das ist das, was wir uns jetzt hier gönnen werden. Und ich schaue mal. Genau, wir wollten auf Atlantis den Außenposten bauen. Das war mein Begehr. Verbessern. Und uns fehlt der Einfluss. Ach ja, richtig. So war's. Ärgerlich. So, wo wir jetzt hier schon sind, müssen wir eigentlich hier was tun? Ja, wir müssen was tun. Wir müssen... Erstmal müssen wir bauen. Ja, oder Atlantis hat, glaube ich, ein kleines Nahrungsproblem. Auf jeden Fall müssen wir hier den Nährstand einrichten. Hier sollten wir mal was bauen. Hydrokulturfarm. Und dann können wir hier eigentlich auch ein bisschen was entfernen. Ja, dann müssen wir leider noch ein bisschen warten. Dann würde ich sagen, nehmen wir lieber unser Konstruktionsschiff, was hier unten liegt, und schicken es Bergbaustation bauen. So viel wie möglich. Oh. Was ist hier los? Okay, aber wir fliegen ja nur durch. Wir wollen ja weiter. Die Weltraumamöben lassen wir natürlich am Leben. Ganz klar. So, was machen eigentlich unsere Fraktionen? Es geht. In Pondakmok ist ziemlich Ruhe wieder eingekehrt. Wobei die wahrscheinlich... Oh, was sehe ich hier? Die breiten sich hier immer weiter in unser Gebiet aus. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Das Multix-Sternen-Imperium, die wachsen hier. Und ich glaube, die sind auch nicht besonders freundlich uns eingestellt. Hier eine Militärdiktatur, evangelistische Zeloten. Oh nee, das sind wirkliche Feinde. Aber sie haben Gott sei Dank noch nicht uns zu ihrem Rivalen erklärt, anders als die anderen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Es gibt wirklich jetzt eine große Bedrohung, meines Erachtens. Das sind die Tumbatoren. Und eine kleine Bedrohung, das sind die Multix, das Multix-Stern-Imperium. Insofern wäre es echt schön, wenn ihr mal hier... Aber das entwickelt sich eher auseinander hier, diese Geschichte. Naja, wie sieht es hier aus? Auch das entwickelt sich in die andere Richtung. Aber gut, wir haben das Verteidigungsbündnis, das ist wichtig. So, das ist erforscht worden. Deswegen fliegen wir weiter hier hin und erkunden dort weiter. Okay. Die nächsten Trümmer sind analysiert, aber da war offenbar nichts, was wir überhaupt noch lernen können. Sowas ist scheinbar auch möglich. 33 Einfluss. Na gut. Wir kehren erstmal zurück mit unserer Flotte. Dann sollten wir vielleicht unsere Mineralien woanders ausgeben. Wir schicken mal das andere Konstruktionsschiff jetzt endlich mal wieder los, die Forschungsstation hier zu bauen. Und wir haben eine negative Bilanz. Ja, natürlich, weil das Kolonieschiff gebaut ist. Selbstverständlich, da haben wir jetzt richtig eine negative Bilanz. Und mit dem Rat der Lagenchutz ist ein Handelsabkommen abgelaufen. Ich glaube, das war dieser Migrations... Öffnung. Das wäre nicht so schlimm. So, wir fliegen jetzt erstmal hier hin. Oder wir können das, glaube ich, gleich hier in Auftrag geben. Planet kolonisieren. Und zwar so. So soll es sein. Auf Sol 3 gibt es Ärger. 50. Oh, was passiert denn hier alles? Jetzt die nächsten Trümmer analysiert. Rivalität. Ah, die zentrale Tumbatoren-Gemeinschaft ist jetzt auch in den Fokus der Lachin... Nee, Quatsch, andersrum. Die Lagenchutz sind in den Fokus der zentralen Tumbatoren-Gemeinschaft gekommen. Ja, das hatte mich gewundert, dass sie uns erst angreifen. Deswegen würde ich echt ein Bündnis schließen, aber sie sind irgendwie dumm. Na gut, wir
sichern uns ja gegenseitig die Unabhängigkeit. Das könnte natürlich sein, dass wir bald an der Seite der Lagenchutz kämpfen müssen. Möglich ist das. Möglich ist das. So, Bergbaustation abgeschlossen, Erde irgendwas abgeschlossen. Okay, Leute, wir sind auf dem Weg, hier neu zu kolonisieren und die Bedrohungen wachsen. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.